Herzlich willkommen zu unserem Künstlertalk. Mein Name ist Frank Zankl. Sie erwarten mit einigem Recht heute Kirsten Denker hier zu sehen. Kirsten ist kurzfristig erkrankt, deshalb bin ich für Sie eingesprungen. Und unser Gast ist heute extra aus Berlin angereist. Das ist der weiteste Anfahrtsweg, den bisher ein Gast in dieser Sendung hatte. Saskia V. Burmeister, und Sie haben uns ein kleines Monster mitgebracht, Gaga. Wenn ich mal ganz kurz fragen darf, was macht Gaga, wer ist das? Gaga wurde eigentlich geschaffen, um die Erde zu vernichten, was aber natürlich verhindert wird von Kapitän Firebird und seiner tollkühnen Chaos-Crew. Es geht ganz offensichtlich um Science-Fiction, um fantastische Literatur. In dem Fall um Kapitän Firebirds unglaubliche Abenteuer oder voller Einsatz für die Chaos-Crew, wie dieses Buch heißt. Aber dem Hause Edition Paper One in Leipzig, und das wird auch bald als Hörbuch erscheinen. Aber das ist nicht das einzige Sujet Science-Fiction, sondern es gibt auch noch ganz andere Bereiche, um die Sie sich kümmern, für die Sie schreiben. Ja, Fantastik allgemein, Fantasy, Märchen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Wann haben Sie angefangen zu schreiben? Etwa in der 5. Klasse, und seitdem schreibe ich durchgehend. Durchgehend heißt, wie lange dauert es, bis ein Buch fertig ist? Das kommt ganz darauf an, welchen Umfang das Buch hat. Bei manchen nur wenige Monate, bei anderen sitze ich schon ein Jahr dran. Das kommt auch darauf an, wie lange ich Zeit habe. Das sieht man schon an der Menge der Bücher, die hier liegen. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt der Bücher, die Sie veröffentlicht haben, oder? Es werden noch einige in diesem und in den nächsten Jahren folgen. Ja, eines ist ja jetzt geplant als Vorbestellungsbuch, oder wie soll man das nennen? Ja, Aran von Kaleck aus dem Hause Papierfresserchens MTM Verlag. Und dafür brauche ich Vorbesteller oder Sponsoren, damit das Buch überhaupt erscheinen wird. Es wird ein Abenteuer-Fantasy-Roman sein mit Zügen von der Herkules-Saga. Kommen wir nochmal zurück zu Kapitän Firebirds unglaublichen Abenteuern. Es wird ganz gerne mit Douglas Adams verglichen, ein Vergleich, den Sie nicht so gerne haben. Ja, es ist kein englischer Humor, es ist mein Humor. Was ist das Spezielle? Was ist der spezielle Saskia V. Burmeister Humor? Ja, es ist ein bisschen chaotisch und verrückt sympathisch. Vielleicht können Sie uns ein Stück davon vorlesen, damit wir einen Eindruck davon kriegen. Gerne. Endlich bequemte sich ein Kellner dazu, zu ihnen zu treten. Was darf es denn sein, Mädels? Fragte er und grinste. Irgendwie erinnerte er an Mr. Smart. Er hätte einer seiner Vorfahren sein können. Für mich eine Limo, rief Pia, und der Kellner sah sie entsetzt an. Hier sind Hunde verboten. Terminator Junior knurrte und legte die Ohren an. Hund, kam eine tiefe Stimme aus seiner Kehle. Was für ein Hund, Mann. Ich bin ein waschechtes Ungeheuer und stolz darauf. Es spricht, entsetzte sich der Ober. Der Kapitän seufzte. Natürlich spricht es, brummte er verstimmt. Es ist ja auch die Schöpfung eines verrückten Genies. Genau, kam es von Mrs. Lynn. Das richtige Wunder ist, dass du sprichst. Damit meinte sie wohl den Kellner. Der trat näher und tippte sie an. Ist die echt? Die metallene Androidin fuhr herum. Anfassen verboten, keifte sie und teilte eine ihrer legendären Backpfeifen aus. Kapitän Firebirds unglaubliche Abenteuer, das ist jetzt ein Science-Fiction, in dem so skurrile Charaktere vorkommen, wie eben das bereits vorgestellte Ungeheuer oder eine vegetarische Vampirin. Aber Sie schreiben auch Märchen, wie gesagt, oder auch Fantasy-Literatur. Was sind denn da die Charaktere, die die Handlung tragen, die so ein bisschen skurril sind? Ja, aus Plus Magical zum Beispiel, Kato, der Junge, der sich zur Hälfte in einen Tiger verwandeln kann und dann unter anderem ein Greif und ein Fledermausmädchen kennenlernt, ja, und lernt, was die Menschen den Fabelwesen so antun, ohne es zu merken. Gibt es denn Vorbilder? Haben Sie irgendwelche Autoren, wo Sie sagen, in die Richtung wollte ich schon immer? Also ich versuche, meine eigene Richtung zu finden. Aber Sie lesen selbst? Nicht oder zu viel. Sind andere Autoren gar nicht etwas, an denen Sie sich orientieren? Eigentlich nicht, nein. Wie kommt man dann, ohne von außen Einflüsse zu bekommen, ohne andere Autoren zu lesen, wie kommt man auf die vielen Ideen? Wenn man die Gabe hat, fallen sie einem zu. Wie sieht denn so ein normaler Tag, so ein normaler Arbeitsablauf oder Denkablauf im Leben einer Romanschriftstellerin aus? Also die Ideen kommen mir zu den unterschiedlichsten Tages- und Nachtzeiten in der Bahn oder zu Hause.
Und wann immer ich die Zeit finde, schreibe ich meine Geschichten dann auf. Das muss aber ziemlich diszipliniert abgehen, nehme ich mal an, bei der Menge an Romanen, die Sie bereits geschrieben haben. Ja, es ist meine Leidenschaft und daher bemühe ich mich auch sehr. Wir haben hier auf dem Tisch eine ganze Menge Ihrer Werke liegen, also Kapitän Firebirds unglaubliche Abenteuer, darüber hatten wir gerade gesprochen. Hier ist noch ein Kapitän, Kapitän Carol Thunderstorm. Worum geht es da? Ja, um den Wirbelwind Thunderstorm, die lernen muss, mit ihren Gefühlen umzugehen, um ihr Raumschiff, ihre Crew, ihre persönlichen Probleme. Ja, erschienen bei Pia Bechtold, einer sehr netten Verlegerin. Jetzt könnte man meinen, Sie schreiben nur Science Fiction. Weit gefehlt. Hier haben wir zum Beispiel Fantasy, Magical, die Gabe der Sterne. Ja, es handelt sich hierbei um die Geschichte von Kato, einem Jungen, der lernt, dass er sich zur Hälfte in einen Tiger verwandeln kann. Und er erfährt auf seiner Reise, was die Menschen den Fabelwesen antun, ohne es zu merken. Also Fantasy im weitesten Sinne ist das hier auch, Taron der Bettler. So auf den ersten Blick könnte man sagen, ein Kinderbuch, aber so ganz Kinderbuch ist es nicht. Also für Kinder ab 10, für Jugendliche und Erwachsene mit viel Abenteuern und Helden. Und hier haben wir ja auch wieder eine ganz andere Richtung, Vampirgeschichten, Augenblicke der Ewigkeit. War das jetzt eine Ausrutscher, die Vampirgeschichten, oder ist das auch wieder ja, ein Teil der Saskia vom V. Burmeister? Ja, also es ist eine Beteiligung an einer Anthologie gewesen und da bin ich auf die Idee gekommen, mich auch mal ein wenig mit dem Vampir-Genre zu befassen. Um Märchen, aber um ganz andere Formen von Märchen geht es bei dem letzten Buch, das Sie uns mitgebracht haben, bei Märchenhafte Lyrik. Lyrik und Märchen, das ist etwas, was ich jetzt auf den ersten Blick nicht zusammenbringen würde. Also Pia Bechtold hat das zusammengebracht und dann diesen Wettbewerb gestartet und ich dachte, ja, versuchen wir es mal. Und es sind wirklich sehr schöne Gedichte dabei herausgekommen zum Vorlesen und zum Selberlesen. Was ist das nächste Projekt? Aran von Kalik, ein Fantasy-Helden-Epos, ein wenig angelehnt an die Sage vom Herkules, wird erscheinen in Papierfresserchens MTM-Verlag. Und dafür suche ich noch ganz gezielt Sponsoren oder auch Vorbesteller, damit das Buch überhaupt erscheinen wird. Saskia V. Burmeister, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und ich nehme mal an, die Bücher nehmen Sie nicht mehr mit nach Berlin. Die lassen Sie mir hier, damit ich sie lesen kann. Natürlich, gerne. Das war der Künstlertalk, diesmal ausnahmsweise mit Frank Zankl. Beim nächsten Mal natürlich wieder mit Kirsten Denker.